Hallöchen, meine Lieben. Ja, vorab, meine Nägel sehen aus wie Sau, sind aber immerhin sauber, von daher alles im Lot. Und ja, ich kam gerade von der Arbeit nach Hause und habe von meiner Nachbarin ein Paket abgeholt. Und ich weiß nicht von wem. Ich denke aber, es ist tatsächlich irgendein Ü-Paket von irgendeiner lieben Seele. Deren Absender sagt mir leider, Gottes Willen, wie gesagt, tut mir echt furchtbar leid, der Absender sagt mir jetzt auch erstmal nichts, aber es hört sich so an, als ob hier irgendwas in Geschenkpapier verpackt ist. Also man hört da so leicht knistern wie von Geschenkpapier. Und deswegen dachte ich mir, bevor ich es jetzt alleine öffne, und es ist wirklich ein Tauschpaket, schmeiße ich gerade meine Kamera an, weil wenn es ein Tauschpaket ist, dann ist es ja quasi ein verlorenes Video. Also auch für den Versender ist es ja dann nicht schön, wenn man schon etwas sieht, was schon auf ist und nicht die ersten Emotionen erkennt. Deswegen dachte ich mir, ich schmeiß gerade die Kamera an. Ja, hier wundert euch nicht, ich habe mich mal wieder am Backofen verbrannt. Schön oben an den Heizstäben, das tut immer besonders gut. So, und jetzt schauen wir. Es ist tatsächlich, weil das ist keine Kooperation. Ich kann mich nicht erinnern, sowas in einer Kooperation bestellt zu haben. Ich sehe aber schon direkt etwas, was ich mir schon immer mal bestellen wollte. Und ich schaue mal, ich glaube, hier ist ein Zettel und hier steht Miss Fruchteis. Also das hat wohl jemand geschickt, der wirklich schon wochenlang für mich sammelt. Oh mein Gott, ich guck mal, oh mein Gott. Hier ist eine Legende, aber es ist... Soweit ich jetzt sehe, kein Brief oder so. Deswegen danke ich dir jetzt einfach schon mal unbekannterweise von ganzem Herzen. Aber habe ich was gewonnen? Kann auch eigentlich nicht sein. Wir packen es auf jeden Fall gemeinsam aus. Und vielen, vielen lieben Dank. Und vielleicht kommt ja auch noch eine Karte. Oder du möchtest mir eine E-Mail schreiben. Oder du möchtest einfach komplett anonym bleiben. Ich werde natürlich deinen Namen mal bei Facebook oder so suchen. Vielleicht finde ich dich ja auch so und kann mir Rückschlüsse machen. Aber vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und was ich da schon gesehen habe, das ist so süß. Schaut euch das mal an. So, so süß. Und ich muss ehrlich sagen, wir haben jetzt Mittwoch. Ich will am Sonntag mal schauen, ob ich es schaffe. Auf jeden Fall, wir wollten morgens um 8 Uhr anfangen, ich und mein Mann, mein komplettes Bastelzimmer innerhalb von einem Tag auf klar Schiff zu bringen, weil diese psychische Situation macht mich so, so fertig. So, so fertig, weil ich will unbedingt basteln. Unbedingt. Aber ich kriege halt alleine das echt nicht hin. Deswegen wollten wir da mal richtig hart durchgreifen. Und umso mehr freue ich mich, hier so kleinere Projekte zu haben, die ich eben unten schon, also jetzt hier in meiner unteren Etage, machen kann, ohne dass ich von oben irgendein Werkzeug benötige. Und das ist wie gerufen. Vor allen Dingen, es steht Ostern vor der Tür. Die kann ich jetzt sogar noch pünktlich verschicken. Und es ist so süß. Und da fällt mir gerade ein, ich habe auch noch Oster-Diamond-Paintings, die ich verschenken, verlosen oder wie auch immer wollte. Die muss ich jetzt auch die Tage mal raussuchen. Sonst hat man da auch schon wieder eine Jahreszeit verpasst. Ja, auf jeden Fall scheint hier eine Grußkarte drin zu sein, und zwar die Küken mit pinkfarbenen Blüten. Und das gucken wir uns natürlich auch mal rucki-zucki an, weil ich hatte von Ideen mit Herz, soweit ich mich erinnern kann, noch kein Diamond Painting. Und ja, oh, Strasssteinchen. Ich meine, die werden natürlich bestimmt auch in China produziert. Es ist irgendwo immer das Gleiche, aber es sind schon schöne Strasssteinchen, ne? Also die machen schon eine sehr gute Qualität, auch in der Tüte. Man sieht zum Beispiel hier die silbernen Rückseiten, die sind jetzt, bei manchen Bildern hat man es oft so mit Strass, dass die silbernen Rückseiten, auch bei ganz normalen Bastlersteinchen, hat man das oft, dass die silbernen Rückseiten schon ab sind, dann glitzern die halt nicht mehr. Das sind quasi ja nur durchsichtige Steinchen, die nur dadurch funkeln, dass sie halt einen silbernen Hintergrund haben, der dann durchscheint. Und jetzt, der silberne Hintergrund weg ist, dann sind es ganz normale durchsichtige Steinchen. Und ja, sehr, sehr schön auf jeden Fall. Und hier ist die Karte. Sehr schön. Ich glaube, die schicke ich meiner Oma im Altenheim. Ah, da ist sogar eine Post drin. Ah! Oh. Okay. Also ich darf es, glaube ich, vorlesen. Hallo, meine Liebe, hier ein paar Sachen. Ich hoffe, du hast Spaß damit. Alles Gute.
eine Zuschauerin. Ich nenne jetzt den Namen nicht und ich soll mich noch melden, wenn das Paket angekommen ist. Oh mein Gott, so süß von dir. Also die Karte, ich lege mal gerade hier die Notiz weg, damit ich gleich die E-Mail schreiben kann. Die Karte bekommt definitiv meine Oma im Alten- und Pflegeheim. Die wird sich darüber auch mächtig freuen. Und geil, ist das immer so. Das ist ein Ideen mit Herz-Toolkit. Und da ist sofort ein Dreiersetzer dabei, obwohl es nur eine Karte ist. Dreiersetzer sind ja eigentlich nur bei großen Bildern dabei. Direkt ein Dreieraufsetzer und so ein Squishel. Mega cool. Ach je, nee, da freue ich mich wirklich tierisch drüber. Vor allen Dingen, weil ich meiner Oma tatsächlich immer, ja, nicht vergesse, eine Karte zu schicken, aber nie dazu komme, großartig eine Karte zu basteln. Und hier hat man halt direkt schon ein Set. Und ich glaube, ja, da ist sogar noch ein Umschlag bei. Also das werde ich mir direkt zur Seite legen, damit sie das definitiv bekommt. Und hier, Naschi Twix, lecker. Mag ich sehr gerne. Am liebsten lege ich die aber in den Kühlschrank oder in die Tiefkühltruhe, damit das so richtig schön hart ist. Toll, lecker, lecker, dankeschön. Und hier, was bist denn du? Oh mein Gott. Oh, das sind Sonderkarten von Diamond Dots. Arschteuer, oder? Diamond Dots ist doch so eine arschteure Firma, oder? Ah, das ist die Verpackung. Ich dachte, es wäre so eine Spezialkarte, die hier so ein Dreieckding hat. Das sind doch Diamond Dots, ist doch arschteuer, oder? Hier haben wir eine Anleitung, das ist die Verpackung. Das kann man sich natürlich jetzt auch noch schön ausschneiden, wenn man möchte. Oh, ist die schön, ein Regenbogen-Einhorn. Die werde ich aber nicht als Karte verschenken, sondern wenn ich das gemacht habe, dann, oh, hier hinten auch noch. Ich werde, ja, das ist jetzt vielleicht blöd, weil es ist ja eine Karte, aber ich werde entweder die Hinterseite zum Basteln benutzen, als Bastelpapier, oder und definitiv werde ich das hier mir einrahmen in ein Foto, in einen Bilderrahmen. Da ist auch der Umschlag bei. Auch richtig stabil, ne? Richtig ganz stabile Pappe. Also schon sehr hochwertig, ne? Sehr hochwertig. Ganz, ganz dick. Und hier haben wir noch die Steinchen mit Legende sogar noch. Uiuiui. Und hier sind die pastellfarbenen Steinchen und sogar noch kleine Sternchen. Unicorn. Also es macht schon ein... Also allein schon vom Packaging hier mit der Legende und hier dem Aufdruck und hier noch, das macht schon einen sehr, sehr krass hochwertigen Eindruck. Ne? Also ja, liebe Leute, also die China-Bilder sind halt günstig, die sind auch sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Aber hier das Package, also die Verpackung, ist halt schon was anderes. Ne? Schon. Sehr, sehr süß, da freue ich mich mächtig. Ein Regenbogen-Einhorn, ach Mann. Goldig. Das Große hier ist noch ein großes Bild. Das gucke ich mir aber zum Schluss an. Und hier den hier, ne? Den wollte ich mir auch schon so lange in einer Kooperation mitbestellen. Aber habe ich nie gemacht, weil ich nie irgendwie 3-4 Euro noch offen hatte und auch jetzt, ja ehrlich gesagt, nicht auf meine anderen Artikel verzichten wollte. Aber den und den Kaktus, diesen Dildo-Kaktus nenne ich immer, den bestelle ich mir auch irgendwann mal. Und das ist mega cool. Das kann man... Könnte man sogar abmachen, das Silikonding. Das ist so mega cool. Und es stört jetzt auch nicht. Also ich würde das jetzt, wenn ich damit painte, okay, der ist natürlich dadurch schwerer, hat hier hinten mehr Gewicht, ist aber hier auch schön dick vorne. Ich würde den jetzt nicht unbedingt als nervig empfinden. Und wie gesagt, falls er nervt, hier die Hülle kann man einfach abziehen. Dann hat man nur noch so einen leichten Plastikknöppel. Also hierdurch ist er natürlich viel, viel leichter. Also wenn einen das stört, der kann das auch abmachen. Und dann ist ja dehnbar, Silikon oder hier Plastik, Gummi ist immer dehnbar, kann man es auch einfach wieder dran machen. Ja, okay, wenn man jetzt hier mit paintet, das ist schon ein ordentliches Gewicht, aber es gibt Leute, die mögen das, wenn hinten Gewicht ist. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, so als Abwechslung finde ich den auch ganz, ganz, ganz cool. Und er fühlt sich echt cool an, das ist ganz, ganz weich. Das kennt ihr für Kinder zum Spielen, diese Bälle, die sehen so aus, sind dann halt nur so groß und die sind halt genauso weich. Ja, es riecht halt wie so ein Zeug hier so riecht. Habt ihr mal an so einem Ball gerochen? Total witzig, total witzig. Geil, mega weich, mega weich. Oh, hier sind sogar zwei Bilder. Eieiei, ich guck aber, oh, sogar drei Bilder. Und hier ist, oh, ich sehe ein knallbuntes Bild, da ist irgendwas bunt. Hier haben wir noch zwei Washis. Ich muss ehrlich sagen, die Dinger kleben meistens gar nicht gut.
Aber die sind wunderschön. Ich habe auch überhaupt nicht viel mit diesen Mustern, mit diesen geprägten Mustern, habe ich überhaupt nicht viel schön. Ich meine, okay, wenn man die jetzt auf diese Diamond Painting Ränder macht, braucht man ja eh nichts Klebriges, weil die Ränder, die haben ja meistens eh noch so ein Stückchen Klebekraft. Von daher kleben die ja automatisch, weil das Bild schon klebt. Aber ey, wunderschön. Hier, das gefällt mir echt besonders gut. Tolles Teil. Und auch mächtig viel drauf. Also sind mindestens 3 Meter, wenn nicht sogar 5. Aber ich glaube eher 3. Sehr, sehr schön. Ja, okay, dann fange ich mit diesem Bild an. Was ist es? Ein Haus, 40 mal 50, viereckig, so wie es aussieht, ne? Warte, wir gucken es uns an. Wir gucken es uns an. Es hat 20 Farben. Hersteller weiß ich nicht. Ah, es ist rund. Es ist rund. Hier haben wir die Steinchen. Hersteller kann ich euch echt nicht sagen, aber es muss irgendein Hersteller sein, den ich jetzt nicht auf dem Schirm habe oder nicht von meinen Kooperationen kenne, weil hier ist eine abgehakte Legende bei. Production Step, nee, es kann jetzt wirklich, ich kann euch leider nicht sagen, welcher Hersteller. Ich könnte jetzt auf die Legende mal schauen. Wir haben auf jeden Fall runde Steinchen in so 100er Tütchen abgepackt mit DMC-Nummern drauf. Ich habe ein neues Stativ. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, dass der Schwanenhals jetzt ein bisschen anders hängt. Aber das andere, da war das Gewinde unten ausgebrochen. Ja, funktioniert noch, muss ich aber immer stützen. Hier steht wirklich, hier steht auch kein Hersteller. Das ist nur die reine Liste. 20 Farben, so und so viel Päckchen, so und so viel Steinchen und so Symbol und Nummer. Kann euch leider nicht sagen, welcher Hersteller, aber dieses Bild ist es. Und zwar ein Haus mit Kirschblütenbäumen, soweit ich erkenne, oder Hyazinthen, nee, nicht Hyazinthen, hier, wie heißt das? Hortensie, oder? Auf jeden Fall ein Haus mit, hier ist noch ein kleines Mädchen und ein Haus. Ist ein sehr, sehr schönes Bild. Aber wenn du nichts dagegen hast, würde ich das tatsächlich auch für eine Verlosung zur Seite legen, weil das wäre ein Bild, was jetzt für mich nicht an die Wand kommen würde. Und ich habe so viele Bilder zu painten, die ich tatsächlich mir an die Wand hängen will. Also ich habe von meinen Bildern, die ich habe, mindestens 20, die ich painten will und auch an die Wand hängen will. Und die haben leider erstmal Vorrang. Aber ich kann mir vorstellen, dass solche Bilder, weiß ich auch, dass solche Bilder, solche Motive viele, viele Herzen erfreuen. Deswegen, wenn du nichts dagegen hast, würde ich es in eine Verlosung packen. Und wenn du was dagegen hast, dann sag mir bitte wiederum auf meine E-Mail dann Bescheid, dass du es zurückhaben willst oder ja, oder irgendeiner bestimmten Person geben soll. Weil ansonsten gibt es für mich halt wirklich nur den Weg, es in eine Verlosung zu packen und oder zu verkaufen. Und jetzt werdet ihr wieder alle aufschreien, du verkaufst Sachen aus Verlosung oder so. Nee, tue ich normalerweise nicht. Aber wenn es der Person egal ist oder die Sachen eben in meinem Besitz sind, ja, warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Ich verlange ja auch keine Hunderte von Euro. Aber wenn ich Sachen von einer Privatperson bekomme, sind die definitiv meist immer so, oder definitiv immer, nicht meist immer so, dass ich die dann auch nur weiter verschenken würde, weil verschenkte Sachen oder geschenkte Sachen schenkt man meist auch weiter. Damit macht man keinen Reibach. Das sagt schon die gesunde Menschenseele einem eigentlich. So, dann haben wir aber hier noch ein Bild. Oh ja, mega geil. Und hier steht sogar drauf Wishstar. Wishstar, guckt hier, von dieser WS Diamond Painting Tree, Frankfurt am Main, K Connection, CE und Connection von dieser Firma ist das. Sagt mir aber nichts. 5D Shiny Diamond Painting sagte nichts. Aber das Motiv kenne ich tatsächlich und das wollte ich auch mal in riesengroß haben. Hier haben wir die Steinchen, 200er oder ja, 200er Abpackung müssten das sein. Auch rund. Ein Tütchen ist, glaube ich, auch. Blau fliegt ein wenig durch die Gegend. Ja, ihr Blau ist ein bisschen offen, aber solange das hier in der Tüte ist, ist das total egal. Und hier, das hier ist 30 mal 40. Ich wollte es mir gerne auch schon mal kaufen, aber in größer, weil es einfach in größer besser wirkt. Das ist 30 mal 40. Oh, wird aber, glaube ich, auch erkennbar sein, soweit ich sehe. 20 Farben und ihr seht schon, das sind die vier Jahreszeiten.
Frühling, Sommer, Herbst und Winter, aber hier, das hier ist, glaube ich, Sommer, das ist Winter. Dann muss das Frühling und das Herbst sein. Ne, das ist Herbst. Herbst? Winter? Hä? Sommer, Frühling? Boah, was sind das für Jahreszeiten, liebe Leute? Ich bin nicht doof, aber was sind das für Jahreszeiten? Oben ist Herbst bestimmt. Herbst, daneben ist Winter. Ja, es sind auf jeden Fall vier Jahreszeiten. Es ist ein sehr schönes Bild, auch sehr ausdrucksvoll, wie ich finde. So ein Baum. Ein Baum ist immer sehr, sehr ausdrucksstark, weil ein Baum hat seine Wurzeln, wie auch jeder Mensch seine Wurzeln haben sollte und auch nie vergessen sollte, woher er kommt. Und die vier Jahreszeiten sind für mich eigentlich auch so ein ständiger Wechsel. Es kommt was Altes geht, was Neues kommt und so viele und so Phasen macht ja auch der Mensch auch durch. Wisst ihr, wie ich meine? Man ändert sich ja auch. Man hat andere Vorlieben. Man hat vielleicht andere Einsichten oder. Von daher ist ein Baum für mich schon ein sehr, sehr, sehr krasses Sinnbild. Also vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und wir haben aber hier jetzt noch, oh, schon wieder gegen, wir haben jetzt hier noch ein Überraschungsbild. Es hat 18 Farben. Oh, es fängt aber schon schön an. Guckt mal. Seht ihr schon was? Erkennt ihr was? Wolken? Das Wolken? Oh, ein Tati Teddy. Ein Tati Teddy. Kennt ihr noch die Tati Teddys? Die hatte man früher als Stofftier und so. Und da steht drauf: Never let go of your dreams. Also lass deine Träume niemals los. 18 Farben. Ich denke mal 30 mal 30, ne? Beziehungsweise 25 mal 25. Habe ich einen Zollstock hier? Ja, ich habe einen Zollstock hier. Ah, dürfte 25 mal 25, ja. 23, 23 mal 23. Ja, man muss sich nichts vormachen. Dieser Spruch, never let your go your dream, never let go your dreams. Doch, muss ich sagen, wird man lesen können, weil die sind Blockbuchstaben, die sind komplett abgegrenzt. Seht ihr das? Man wird den Spruch wirklich lesen können. Zumindest auch aus der, guckt mal, aus der Weite. Man wird den Spruch tatsächlich lesen können. Und ich denke, man wird auch tatsächlich den Teddybären sehen können. Die Farben sind zwar recht zart, aber ich denke, man wird es schon erkennen können. Vor allen Dingen ist das ein süßes Bild für zwischendurch. Allerdings werde ich auch dieses süße Bild, entweder werde ich es tatsächlich machen und auch irgendwie jemandem schenken, der das süß findet, oder tatsächlich verlosen auch, weil ich finde, das ist vielleicht für ein Kinderzimmer oder so ultra, ultra süß, weil bei mir würde ich es jetzt auch nicht aufhängen, aber ich hätte schon, muss ich ehrlich sagen, viel Freude daran, das zu machen, weil es halt ein kleines Bild ist. Das kann man sich echt ganz, ganz goldig einteilen. Und ich muss auch ehrlich sagen, mich zieht es momentan, wenn ich jetzt ein Bild neu anfangen würde, ich würde entweder ein knallbuntes wählen oder so ein kleines. Zu großen zieht es mich aktuell nicht so hin, weil dann habe ich immer Angst, ich werde einfach nicht fertig. Also wenn ich bald ein neues Bild anfangen werde, und das hoffe ich, werde ich bald, dann werde ich definitiv auch mit einem kleinen anfangen. Und ich habe eins mit einem Kolibri. Ich glaube, das wird nach langer Zeit dann mal wieder mein erstes. Ich bin aktuell schon Bilder am Painten, aber hauptsächlich dann, wie gerade eben gesehen, Grußkarten oder Sticker. Weil ich habe immer noch ein Bild in Anbruch mit viereckigen Steinen, habe ich ja schon mehrmals erzählt. Und das Bild hat mir alle Nerven bis jetzt geraubt. Und ich habe die Döschen halt alle besetzt. Und ich möchte nicht unbedingt ein neues Bild anfangen, wenn ich noch ein anderes da habe. Auch wenn mich irgendwas nervt, möchte ich nicht irgendwie was einfach beenden. Das weiß ich, also nicht beenden, einfach, also wenn irgendwas nur halbfertig ist, möchte ich das gerne beenden und nicht einfach halbfertig liegen lassen irgendwie. Das mit meinem Bastelzimmer nervt mich so dermaßen, dass ich das habe einfach halbfertig liegen gelassen, weil dann fehlt mir meistens komplett die Energie, irgendwo weiterzumachen. Wenn, muss ich immer konstant am Ball bleiben. Genau, liebe Leute. Ja, dann danke ich dir wirklich ganz, ganz herzlich. Schreib dir jetzt gleich direkt eine E-Mail und du kannst mir ja gerne dann mal schreiben, ob ich die wirklich verlosen darf. Den Baum weiß ich noch nicht, aber ob ich diese beiden Bilder verlosen darf, bitte teile es mir mit. Ansonsten schicke ich die auch gerne zu dir zurück oder du kennst jemanden, dem du die dann hättest lieber geschickt. Dann schicke ich die natürlich auch diesen Personen zu. Und ich danke dir aber ganz, ganz, ganz herzlich und glaub mir, wenn das Video jetzt aus ist, werde ich direkt einen Twix essen. Direkt, direkt.
Danke, wirklich danke. Besonders gut gefällt mir auch der Stift, die Einhornkarte. Also die Einhornkarte ist der absolute Kracher, ne? Die Einhornkarte, mega, mega, mega genial. Und auch hier dieses Washi, das Silberne, mega geil. Vor allen Dingen dieses Silberne, wenn man Alkoholinks hat oder so, kann man die sich auch selber, was gerade was Silber ist, immer einfärben, so wie man es möchte. Und man bräuchte eigentlich nur noch Silber oder Weiß, weil das kann man sich immer einfärben, immer wie man möchte. Und ja. Vielen, vielen, vielen krass lieben Dank auch für diesen süßen Stift. Und ja, dann, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag und wir sehen uns später. Tschüss!